Ui, müssen zurück. Mitten in der Höhle. Und wir werden jetzt schauen, ob wir das Versteck der Ameisenkönigin finden können. Oh, Gefahr. Und schon Terry für der Ameisen steckt. Oh. Was habe ich für eine Waffe? Bleirohr. Ist auch okay. Das Ding campt hier oben. Ich weiß nicht, ob der Generator explosiv ist, aber das wird mir fast ein bisschen gefährlich. Ich sehe nicht. Okay, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Ich muss mir Punkte in Medizin hauen. Gute Arbeit, gute Arbeit. Ich muss mir Punkte in Medizin hauen. Die Heilung ist viel zu gering. Offenbar sind Minen. Die Pistole ist zu heavy. Ich renne hier ziemlich blind herum. William Brandis. Was sein Assistent wahrscheinlich, so wie es ausschaut. Okay. Hier komme ich runter. Komme ich hier auch runter? Hier muss ich hin. Dann schauen wir noch schnell, was hier unten ist. Employees only. Okay, ich komme rein. War ein guter Anfang. Ich wollte gerade schnell speichern. Gibt's ja nicht. Oh, ein Lootraum. Ach, bin schon so voll. Ah ja, ich habe ja Cherry, komm mit. Warum stehen wir hier rum, wenn es überall gibt? Pack mal an, Tipp. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. So, elektrische Leiter. Bügeleisen, genau für dich. Ledergurt zum Auspeitschen für Ameisen. Rasiermesser für deinen Bart. Zigaretten kriegst du nicht, du alter Raucher. Und der Teddybär zum Kuscheln, Terpentin. Keine Ahnung, für was das gut ist. Unterkleber und Zündflamme. Gratulation. Ja, stürzen wir uns in die Action. Ah, ich habe ja ganz vergessen. Dafür sind die Typen ja gut. Wo? Mich zieht es irgendwo hin. Alles, alles. Ein Messer. So eine Waffe. Da ist Neger. Ich schätze, Metro-Tickets sind so nutzlos für den niedrigen Preis. Der Daddy Bear. Daddy Bear hat sich schon. Warum stehen wir hier rum, wenn's über. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Ja, stürzen wir uns in die Action. Er trägt's nicht. Mist. Ja, was denn? Er trägt's nicht. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Ja, stürzen wir uns in die Action. Ah. Ah, Leoparden. Sexy. Bist du denn? Wer bist du denn? Ich sage es nur einmal. Her mit dem üblen Nachtzeug. Was? Falsche Antwort. Jetzt gibt's Tote.
Etwas Dümmeres hätten Sie gar nicht sagen können. Aber wenn Sie meinen... Oh boy. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Zur Hölle, ja. Mann, hab ich. Hey! Boah, nur zwei Schläge. Sorry, Bro. Mein übles Nachtzeug. Nimm es mit. Oink. Anscheinend sehr beliebt dieses Zeug. Dieses üble Nachtzeug. Ich brauche nur zwei Schläge. Ich habe das wirklich vermisst. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Mach das. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Uff. Was für ein erster Schuss. Gutes Teamwork. Wow. Okay. Vielleicht doch nicht. Das Ding war doch schon tot, Chris. Hopp, hier gibt's einen Ausgang. Ich lohn's mal raus. Ich kann mich gar nicht erinnern können, dass die Quest so fett war. Schauen wir mal, wo wir sind. Oh, gleich ein Level Up. Da sind wir. Oh je. Ich glaube, ich erinnere mich an das. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Keine Supermodanten, falls noch. Wenn die mit Raketenwerfer kommen, ist vorbei. Schauen wir lieber noch im Tunnel herum. Ob es da noch was Cooles gibt. Okay, da war ich doch schon. Yep. Oder? Oder Jungs? Okay, gehen wir wieder zurück. Ein bisschen lost. Ich glaube, ich weiß schon, was hier abgeht, wo es hier lang geht. Viel Schuss habe ich nicht mehr. Hier muss ich runter. Ich glaube, ich höre ein bisschen Musik. Das ist gut. Habe ich jetzt echt den falschen Weg? Es gab zwei Bahnen zur Auswahl und ich bin in die falsche entlang gegangen. Nein, doch nicht. Da war ich. Hier runter. Warum zeigt es mir an, dass ich zum Dock wieder muss? Wie kann ich Ihnen sonst noch bei Ihren Unternehmen helfen? Hier rein, deswegen. Okay. Chris? Chris? Wir warten. Ja, was gibt's? Labern Sie nicht rum. Ich will hier nicht. Nehmen wir ihn mit rein. Das war nicht der Plan. Der Plan war, dass er mir Rückendeckung geben kann und nicht draußen rumsteht.
Brutstätte, Brutstätte. Verdammt dunkel hier. Ich dachte kurz, das ist eine Mine. Okay, hier. Sie geht auf mich. Warum stehen wir hier rum, wenn es überall jede Menge Action gibt? Labern Sie nicht rum. Ich will hier nicht den ganzen Tag nutzlos rumstehen. Geh dich mal abkütteln, Bro. Da. Sehr schön. Okay. Und Doc seine Nudeln essen. Kram, ja damit. Und dann rein sneaken. Und die Minentaktiken einsetzen. Ich glaube, es ist Zeit für Minentaktiken. Yep. Auf jeden Fall. Das Ding dann ganz langsam. Die Minen machen gar nicht so viel Schaden. Schon lang niemanden mehr umgelegt. Perfekt. Sorry, Minen erwischt. Schaut gut aus. Die haben viel Leben, die Typen. Krass. Die uralte Minentaktik. Oh, komm schon. Oh.
Oh, nein, nein. Wo ist Medizin? 30. 45. Nehmen wir es diesmal. Okay, eine haben wir also noch. Eigentlich auch gleich mitnehmen. Ah, ich habe genug Minen. Holen wir ihn, während die Arme so langsam in unsere Richtung geht. Kopf verkrüppelt. Was geht's? Was soll der Scheiß? Ja, stürzen wir uns. Müssen Sie weit genug. Schwieriger an gottverdammte Zigaretten zu kommen. Oh. Zur Hölle, ja. Mit dir ist es jetzt aus. Warum stehen wir hier rum? Warten. Jetzt glaube ich, habe ich schon alle getötet. Was war das? Oh, Scheiße, da ist ein Roboter. Verdammt, da ist ja noch einer. Mitkommen. Eine Jericho-Überraschung für dich. Verdammt langsam, diese Viecher. Zur Hölle, ja. Nein, nein. Was soll der Scheiß? Ich stehe hier. Da war gerade die Fette auch noch. Wir uns in die Action. Okay. Kann sein, dass die Fette jetzt dann auch dann stirbt. Du bist Jericho sein Blut will. Ihr Blut. Ist das das Beste, was du drauf hast? Mitkommen, Chris. Mitkommen. Stehen wir hier rum, wenn's überall jede Menge Action. Ich glaube, ich hole mir die Belohnung und dann töte ich die Ameisenkönigin trotzdem. Warum nicht eigentlich? Habe ich seine Sachen eigentlich?
Ja, das klingt nach einem Plan eigentlich. Klingt eigentlich nach einem guten Plan, finde ich. Alles stirbt hier, alles. Draußen. Ah, doch, hier ist er. Ich habe mit meinen Geräten in der Brutstätte der Königin einige Änderungen entdeckt. Was könnte da nur vorgefallen sein? Oh, fantastisch. Was ist eigentlich passiert? Machen Sie schon. Je schneller Sie es mir erzählen, desto schneller kann ich Ihnen den versprochenen Lohn für Ihre Dienste geben. Ich werde mich also sofort an mein tragbares Terminal setzen und die notwendigen Änderungen an der Formel vornehmen. Ich danke Ihnen vielmals für alles. Sie waren ein recht nützlicher Laborassistent. Fantastisch! Hier ist der versprochene Laborkittel. Ich bin davon überzeugt, dass er Ihnen sehr nützlich sein wird. Welche Injektion möchten Sie denn haben? Soll es die mit der Ameisensicht oder die mit der Ameisenmacht sein? Ich glaube, ich habe schon genug Stärke. Na schön, komm. Schauen wir mal schnell nach, besser. Man muss. Schauen wir besser nach, was am nützlicher ist. Stärke, ja. Wahrnehmung, auf jeden Fall. Was brauchen Sie? Fantastisch. Ich werde Ihnen also die Ameisensicht injizieren. Halten Sie bitte still. Was brauchen Sie denn? Sie sollten ihn hier wegbringen. Suchen Sie ihm ein Zuhause. Es fällt mir schwer, meine Experimente zu Ende zu führen, wenn er ständig hier herumtollt und unablässig Fragen stellt. Ja? Ich werde jetzt meine Forschungen fortsetzen. Es muss eine Möglichkeit geben, diese Kreaturen auf ihre frühere Größe zu schrumpfen. Bis dahin werde ich in meiner Hütte neben dem Zuhause von Wilkes bleiben, falls Sie mich einmal besuchen möchten. Man ich muss stets auf ganz schlechte Nachrichten für dich, Doc. Ganz schlechte Nachrichten. Mit diesem Ergebnis hatte ich nicht gerechnet. Bist du denn er rennt weg. Nein, da gibt's Sinn irgendwie. Mit diesem Ergebnis. Ja, mit hättest du rechnen sollen. Lesebrille, Wissenschaft plus 5. Gut, gut. Strahlenresistenz, das hat mir dann einen Sinn. Doktor, ich erzähle Ihnen das nur, weil ich glaube, dass wir ihn verraten. Zeit, um die Mission zu verenden. Ameisenblei. Wir werden gleich mal einen Granatensturm auf sie reinregnen lassen. Das ist der Plan. Davon haben wir genug.
Ich brauche nur zwei Schläge. Oh, die spuckt. Hm. Zu niedrig. Ich hab schon lang niemanden mehr umgelegt. Verdammt! Granate! Kann ich hier drüben etwas Hilfe haben? Oh, 86, das geht. Verdammt, auf die Leben. Das für Psycho. Er steht direkt vor ihr. Siebenunddreißig nur. Sag Chris. Okay, hat sie wiederholt. Ich glaube, die können nicht sterben. Ich habe schon wieder keine Kippen mehr. Warum stehen wir hier rum, wenn es überall jede Menge Act? Du stehst auf meiner Leiche, Chris. Du stehst auf meiner Leiche. Leiche. Jetzt. Ach, du da. Oh. Nur das wollte ich. Nur wegen dem Altmetall bin ich hier runtergekommen. Hat sie wieder eine legendäre Loot? Ich brauche ich dir mal. Okay. A-Klammer, ja damit. Mal ein fetter Endfight hier. Was auch immer ich getan habe. Kampfanzeige. Die wird benötigt für was, oder? Verdammter Corona-Freak. Großes Buch der Wissenschaft. Ist schon ausgezahlt. Um 1 habe ich es erhöht. Um 1. Okay. Ich schätze, das war's hier. Kann ich endlich raus? In die frische Luft. Ameisenmission zu Ende. Ich schätze das nicht, das kann ich super duper Markt machen. Oder mir nachschauen, wo ein Dampfgewehr, Gleisgewehr zu holen ist. Wäre auch nicht schlecht. So ein kleines Gleisgewehrchen. Ich kann raus teleportieren hier. Komm schon, Spiel. Ja, Mist. Spiel sagt nein. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich so weit ins Spiel hinein schaffe nach den ersten paar Schwierigkeiten. Aber jetzt, wo Jericho im Team ist, schaut es endlich so aus, als würde ich ein bisschen Power kriegen, ein bisschen Stärke. Ignorieren. Das ist ein gutes Zeichen. Okay.
Okay. Ich gehe raus und dann raus teleportieren. Ich glaube, das war der schnellere Weg hinaus. Ja. Einen Schlafmantel haben wir schon. Das Wichtigste. Wo ich den vielleicht verkaufen werde. Ich spiele nicht mit Sprache. Ich will nur auf Power. Power, Kraft. Viel Kraft und Power. Man sieht, ich bin ein Stärketyp. Geh raus hier. Zum Kind. In die guten Neuigkeiten bringen. So. Mitten in der Nacht natürlich. Bin versteckt noch immer. Wozu dient denn dieser merkwürdige Saugschlauch? Dass kein Loch ist. Es war wirklich seltsam. Plötzlich drehten die Ameisen durch und kämpften gegeneinander. Die waren irgendwie völlig durchgedreht. War echt unheimlich, aber auch irgendwie cool. Ich war's ganz alleine, ohne Jericho. Ich wünschte, ich könnte ihnen für ihre Bemühungen etwas geben. Aber ich hatte von Anfang an nicht viel. Dann sind sie jetzt wohl wieder weg und ich muss alleine über die Runden kommen. Vielleicht besuchen sie mich ja eines Tages. Meinen Sie das ernst? Hurra! Ich bin Ihnen ja so dankbar. Ich werde in meinem Haus auf Ihre Rückkehr warten. Ich muss sowieso meinen Papa begraben. Vergessen Sie mich aber nicht. Tja, Papa hat immer von meiner Cousine Vera erzählt. Sie lebt irgendwo in so einem riesengroßen Schiff oder sowas. Papa hat den Ort River City genannt, aber ich weiß nicht, wo das ist. Echt jetzt? So weit weg? Für einen Erwachsenen sind sie echt in Ordnung. Was mit der Oma da hinten? Ach, ist egal. Oh, da. Die Oma. Ich hoffe, da geht mich jetzt niemand. Ich will doch nur tratschen. Ich muss am Tag wiederkommen. Außer ich breche B ein. Ah, das kommt sicher nicht gut an. Okay. Schaut so aus, als wären wir vorbei. Das Spiel macht echt süchtig. Ich möchte schon wieder weiter zocken, aber es ist Zeit zum Beenden. Ja. Was darf's denn sein? Was sagt das? Du. Okay. Zeit zum Beenden. Ja? Ich kann das nächste Mal verkaufen. Es ist Zeit zum Schlafen im Spiel auch. Alleine, Chris, sorry. Du kannst zuschauen. Wie kann ich Ihnen dienen? Bam, bam, bam. Und es ist Tag. Wasser. Guten Morgen. Was? Nutzloser Roboter. Okay. Wir sind hier fertig. Peace out.